Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty aus dem Oxbowtal. Ja, ihr seht, wir sind hier die Scheune am Bauen. Ich habe in der letzten Folge haben hier die Felder angelegt. Wir haben den ersten Landwirt hierher beordert. Er ist noch nicht da, er ist auf dem Weg. Müsste man sogar auf der Karte sehen, ne? Genau, da laufen sie. Die Frau und der Landwirt. Die sind jetzt unterwegs. Und jetzt habe ich ganz vergessen zu gucken, wie viel Stämme ich brauche. Aber schon wieder 18 Uhr. Ja, aber morgen früh kann der Landwirt dann nämlich loslegen. Stroh brauchen wir noch. Das können wir mal direkt noch einstecken. Nehmen wir mal so viel mit. Und Holzstämme nehmen wir auch nochmal. 20 sollten reichen. Hoffe ich doch. Ja, hier unten bauen wir unsere Felder hin. Habe ich beschlossen. Das sieht eigentlich sehr gut aus. Da haben wir viel Platz. Und können schön die Felder bauen. So. Kann man schon mal das Strohdach drauf bauen. Ist immer gut, das Dach über dem Kopf zu haben. Ups. Ja, ich hoffe, wir haben genug. Müsste aber reichen vom Stroh her. Ich hoffe, wir haben genug dabei, aber es sieht gut aus. Dann kriegen wir die Scheune nämlich auch fertig. Dann könnten wir den als nächstes holen. Okay, ich brauchte noch ein ganz paar wenige Stämme. Na komm, das schaffst du noch. So, Scheune Nummer 2 ist fertig. Sehr schön. Dann brauchen wir noch ein Haus, ne? Wer ist denn der? Was macht mein Mann denn? Der ist Scheunenknecht. Der kann ja gleich mal umziehen. Der kann gleich mal umziehen. Dann kann er nämlich in die neue, also in die nähere Scheune. Was haben wir hier eingestellt? 15% Tierfutter, 85% Dünger. So, dann kann der hier mal seinen Job schon mal starten. Mach du mal Tierfutter, Dünger ist auch nicht verkehrt. So. Und wir können zur Not selber auch nochmal Dünger machen, ne? Aber das muss ich dann mal gucken. Ja, Wege müssen wir da natürlich auch noch hinmachen. Aber kommt Zeit, kommt Weg. Die Tiere müssen wir auch noch platzieren, ne? Das Eselsgehege. Da bin ich mal überlegen, ob wir das nicht gleich hier vorne hin machen. Den Eselstall. Dann hätten wir den nämlich auch hier. Oder machen wir den weiter hier oben? Den machen wir hier oben hin. Können uns hier richtig schön ausbreiten. Das ist echt, echt gut. 8 Steine. Machen wir zumindest mal das Fundament. Na, eigentlich wollte ich den Stein.
Hier verstecken sich Steine. So. Dann können wir nämlich den Stall, dann können wir die Tierchen umziehen lassen. Sechs. Ach, wir haben noch Holzstämme dabei, das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt. Bretter. Stroh und Holzstamm. Oh. Cool. Dann brauchen wir ja gleich nur noch ein paar Bretter dran zimmern. Und dann hätten wir das fertig. Das ging ja dann fix. Zaun brauchen wir erstmal noch keinen drumrum machen. Das können wir später noch tun. Wichtig ist erstmal, dass die Esel dann hier sind. Dann müssen wir die Hühner hier umziehen lassen. Drei Stroh brauchen wir noch. Und wie viel Bretter? Sechs. Ist das der gesamte Innenbereich? Nee, vier. Also 10, 14. Nehmen wir mal 20 Bretter mit. Könnte reichen. Dann hast du gleich dein neues Zuhause, Hedi. Nehmen wir mal 20 Bretter mit und wie viel Stroh waren das noch? 4? 20 Bretter, so viel dazu. Müssen wir gleich noch ein paar Bretter machen. Aber dann kann ich gleich schon mal gucken, wie viel Bretter wir noch brauchen. So. Okay, 4. Das ist ein Bereich. Also der Innenbereich ist einer. Das heißt 4, 10, 14, 18 Bretter brauchen wir noch. Das heißt, wir brauchen 9 Holzstämme. Habe ich aber nicht dabei. Können wir aber gerade noch holen. Dann machen wir die geschwind noch. Dass Hedi in ihren Stall kommt. So, 9 Holzstämme. Ne, die nicht. 9 mal Holzstamm. Vielleicht nehmen wir noch ein paar mehr mit. Dann könnte ich mir nämlich mal endlich ein Waschbottich besorgen. Das wäre ja auch kein Fehler. Einen Waschbottich. So, Bretter. Wir machen mal 11 Stück. Also 22 Bretter sind das dann. Ist dann jetzt halt mal kurz ein bisschen dunkel, aber da müssen wir durch. Wobei es geht, ne? Und ein Waschbottich ist auch dringend nötig. Können wir noch 3 Eimer Wasser dann mitnehmen. Dass wir uns waschen können. Müssten wir für unsere Leute dann auch noch machen, aber kommt Zeit, kommt Waschbottich für die. So. Das haben wir schon mal. Ich finde das schön, so langsam füllt sich das hier. Wenn wir jetzt die Landwirtschaft hier, also zum Teil haben wir sie hier. Drüben, das müssen wir dann halt nochmal irgendwann fertig machen. Und dann können wir hier gleich Hedi und die anderen Esel einziehen lassen. Oh.
Mein Hammer ist kaputt. Holen wir uns geschwind einen neuen. Dann kann ich auch gleich noch Eimer mitnehmen. 3 Stück, das ist gut. So, haben wir einen... Kupferhammer haben wir keinen, ne? Ne, müssen wir noch einen bauen. Das heißt, wir brauchen eine Schmiede hier. Wobei, die würde ich tatsächlich erst holen. Die Eimer kann ich auch schon mal ausrüsten. Ups. Die Schmiede würde ich erst holen, wenn ich die Leute alle hier habe. Ah ne, wir haben ja einen Schmied. Ne, dann brauchen wir eine Schmiede auf jeden Fall. Stimmt ja. Ups. So, dann kann die gesamte Eselsfamilie mal hier hin. So. Tierfutter brauchen sie noch. Dann haben wir nämlich unsere Esel auch schon hier. Aber sie brauchen jetzt noch Tierfutter. Sollten wir aber ja eigentlich welches haben. Ja, genug. Ich weiß gar nicht, wie viel da reinpasst. So, dann machen wir noch kurz unsere Eimer voll. Dass wir... So. 72%. Hi. Hab ich noch gar nicht richtig gesehen. Unsere Ida. Das Eselfohlen. Machen wir noch, wie gesagt, die Eimer voll. Was essen muss ich auch noch, ne? Hab ich was? Nö. Gut, holen wir das gleich auch noch. Ah, da hinten sitzen unsere Leute. So. Perfekt. Oh ja, hier wollte ich nicht hin. Die Richtung wollte ich. Was essen holen. Dann machen wir noch unseren Waschbottich, dass wir sauber ins Bett gehen können. Und dann können wir in den nächsten Tag starten. Halleluja. So, ein bisschen was zu essen. Gebratenes Fleisch. Die Äpfel können wir mal noch essen. Und das Trockenfleisch nehmen wir noch mit. Haben wir nur noch einen Eimer mit Wasser? Ne, haben wir noch genug. Okay, dann bin ich beruhigt. So, den Birnensaft kann ich by the way gerade noch hier lassen. Den brauche ich ja nicht mit rumschleppen. Die Pilze auch nicht. Sonst noch was hier? Nö, den Rest brauchen wir. Unser Dorf wächst. Das ist schön, das ist richtig schön. Und dass wir hier noch eine Mine haben, das freut mich natürlich umso mehr. So, den Waschbottich machen wir vielleicht mal hier hin. Ist der denn? Mir fehlt ein Brett. Okay, wir machen den Waschbottich morgen. Wir gehen mal stinkend ins Bett.
So. Guten Morgen, mein Schatz. Hast du deine Kleidung schon wieder dreckig gemacht? Zieh sie aus. Ich wasche sie schnell. Deswegen habe ich dich geheiratet. Vielen Dank, mein Schatz. Was beschäftigt dich? Du arbeitest in einem Limerick und wie steht es um unser Königreich? Scheint alles problemlos zu laufen. Pass auf dich auf. Ja, heute haben wir einen Regentag. Das ist ja nicht so schön. Jetzt holen wir gerade mal noch ein Brett, dann würde ich eben den Waschbottich machen. Dass wir die Eimer und das alles aus dem Inventar kriegen. Und ich mich vor allen Dingen waschen kann. Ist zwar nett, wenn der Ehemann das übernimmt, aber... ist ja auch ganz schön, wenn man das selber erledigen kann. Ein Brett. Haben wir noch ein Brett? Nö, wir haben kein Brett. Dann machen wir noch ein paar... paar davon. Machen wir noch ein paar Bretter. Ja, wir sind im letzten Tag vom Herbst. Das heißt, in den nächsten... am nächsten Morgen sind wir dann im Winter. So, Bretter. Werkstatt müssen wir noch bauen. Näherei müssen wir noch bauen. Jagdhütte müssen wir noch bauen. Können wir vielleicht als nächstes machen, ne? Jagdhütte. Jagdhütte, Schmiede. Dann haben wir zumindest mal die Sachen, die mit Leuten versehen sind. Jagdhütte und Schmiede. Dann haben wir zumindest mal die Sachen, wo Leute arbeiten. Und da ist irgendwo was ausgegangen an Material. Ach so, nee, Moment. Der Grabungsschuppen hat einfach keine Personen mehr. Haha. Das machen wir gerade mal raus. Dass mich das nicht irritiert. Den können wir dann bei Gelegenheit auch abreißen. So, aber genau. Jagdhütte und Schmiede. Und dann haben wir, glaube ich, alle Gebäude hier, wo jemand am Arbeiten ist. Mit den Landwirten muss ich mal gucken. Entweder ich ernte das alles im Sommer, im Frühling und Sommer noch selbst. Was ich wahrscheinlich auch tun werde. Dann brauchen wir bis zum Sommer hin das Nahrungsmittel und das Materiallager auf jeden Fall noch am alten Standort. So, dann machen wir hier mal unseren Bottich hin. Jetzt. Das Gelände ist zu uneben. Hier war es kurz grün. Na. So. Füllen wir ihn. Sehr schön. Guten Morgen, mein Schatz. Adalbert heißt er, glaube ich. Adalbert. Was beschäftigt dich? Wie können andere sagen, dass sie einsam sind? Haben sie die Stimme in ihrem Kopf vergessen? Genau. Danke. Genau. Er wird nass und der Himmel ist schuld. So, und ich habe gerade nochmal husten müssen. Also, Jagdhütte, Schmiede. Und natürlich Häuser. Da könnten wir die zweimal fertig machen.
Da brauchen wir Steine, glaube ich. Steine und Hölz und Holz, ne? War schon mal schön ist, dass hier die Wölfe weg sind. Ich glaube, die kommen auch nicht mehr wieder. Pickenmilchling, ne, den will ich nicht. Die kommen, glaube ich, auch nicht mehr wieder. Hoffe ich. Aber dadurch, dass wir hier jetzt siedeln, sollten die eigentlich weg sein. Und wegbleiben. 9, 10. Boah, eine Menge Steine. Hier sind wieder einige. Einige viele. Man, zur Not kann ich in die Mine gehen und da noch welche besorgen. Oder in den ganzen Felsen, die wir hier haben. Das geben ja auch Stein. Das ist vielleicht sogar noch effektiver als die Mine. Aber da würde ich ja gerne erstmal die Schmiede noch hierher bauen. Weil wir da dann auch nochmal Werkzeug und sowas bauen können. Ja, wir haben bald, glaube ich, die nötige Anzahl. Da ist noch ein Holzstamm. Haben wir den vergessen? Nehmen wir mit. Nehmen wir natürlich mit. Hier ist nicht so viel an Steinen, ne? 44. Ich denke so um die 50 werden wir brauchen insgesamt. Aber erstmal muss ich Platz schaffen. Dann kriegen wir so unsere ersten Nachbarn hier hin. Und dann können wir auch gucken, dass wir hier... Da brauchen wir Holz. Dann fangen wir mit dem an. So. Da brauchen wir auch Holz. Ich lege, glaube ich, mal die Steine gerade hier hin. Und hol mal Holz. Ups. Bretter können wir auch hier hinlegen. Werden wir nämlich brauchen fürs Dach. Aber jetzt brauchen wir erstmal Holzstämme. So, die Esel haben wir auch hier. Das ist schön. Dann brauche ich die nämlich in der nächsten Jahreszeit nicht mehr holen. Und dann bauen wir die Häuser. Unser Landwirt müsste auch da sein und anfangen. Das gucke ich gerade mal. Steine nehmen wir natürlich auch noch mit. Jawohl, da ist er dran. Da sieht man. Bisschen schlecht zu sehen jetzt bei dem Regen, aber dahin, da wo der weiße Punkt ist, da ist er am Arbeiten. Sehr gut. Ja, muss jetzt erstmal die ganzen Felder umhacken, ne? Und wir brauchen einen ganzen Schwung Holzstämme. So viel haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Oh, wobei... Nehmen wir mal 24 mit. Dass wir da mal das nächste Haus fertig kriegen.
Dann würde ich gucken, dass wir die nächste Arbeitsstätte noch machen. Wäre dann vielleicht die Jagdhütte, die dürfte mit am schnellsten gehen. Oder die Schmiede, die geht, glaube ich, auch relativ zügig. Und Hammer brauchen wir noch. Das würde natürlich für die Schmiede sprechen, weil da könnte ich mir mal Werkzeuge machen. Machen wir hier die Tür hin. Ja, machen wir hier hin. Aber natürlich nicht Flecht, sondern Stein. Alles aus Stein. Hier oben dann natürlich kein Rieddach, sondern ein Bretterdach. Ja, wir bauen hauptsächlich tatsächlich die kleinen Häuser. Einfach, dass die hier nicht so möglich, nicht so ewig viele Kinder kriegen. Das ist somit der Hauptgrund. Weil hier mit den kleinen Häusern kriegen die maximal ein Kind pro Familie. Mit den großen sind es halt zwei. Also sie fallen öfter aus. Das Dorf wächst entsprechend schnell. Und ja, das ist nicht so. Das will ich gar nicht so unbedingt. Deswegen sind die kleinen, werden in der überwiegenden Anzahl sein. Also wir werden nicht nur kleine machen, aber überwiegend. Ja. Sieht gar nicht so verkehrt aus. Ein paar Steine brauchen wir noch. Acht. Acht, zwölf. 16. 20 Steine fehlen noch. Hä? Ach, ich hatte Bretter. Ich dachte, ich hätte noch Holzstämme gehabt. Es waren Bretter. Dann war es natürlich Unfug, was ich gerade gemacht habe, aber egal. So, 20 Steine. Die werden wir suchen müssen. Aber die Gegend ist hier ja eigentlich relativ reich an Steinen. Das heißt, das geht schnell. Und dann können wir als nächstes tatsächlich erstmal eine Jagdhütte oder Schmiede bauen. Bin noch am Überlegen, was zuerst. Hm. 15 haben wir. Na. 18, 19, 20. Sollte reichen. Und dann brauchen wir noch Bretter. Da müssen wir gleich mal gucken, wie viel. Ja, Steine reichen genau. Habe mich nicht verzählt. So, da haben wir noch 11, 22, 33, 37 Bretter und 4 Holzstämme. 37 Bretter und 4 Holzstämme. Hä?
Das ist einiges. Siebenunddreißig Bretter und vier Holzstämme. Was haben wir dann? Wir haben gar keine Bretter. Und 21 Holzstämme. Achtunddreißig, das heißt, wir brauchen 14, 16, 17, 18, 19 Holzstämme. Müssen wir zu Brettern machen. Da muss ich vielleicht die Birke da noch fällen. So, darf ich da gerade mal dran? Das wäre super. Vielen Dank. 19. Also 37 kann ich halt nicht machen, also müssen wir 38 machen. Folglich 19 Stück. Und dann können wir noch zwei, wie gesagt, einen Birke unterwegs fällen. Dann haben wir die restlichen Holzstämme. Dann können wir das Haus fertig machen. Und dann kann ich mal gucken wegen der Jagdhütte. Oder wegen der Schmiede. Also wegen beidem kann ich mal gucken, wo ich es platziere. Jagdhütte würde ich ja fast gern hier oben irgendwo, hier wo auch die, hier wo wir hier bei der Holzfällerhütte sind, irgendwo nicht so weit weg. Mal gucken. Ah, das wäre doch ein schönes Dorf. Und noch sind wir ja ultra klein. Kann jetzt, ja, ist gerade schwierig zu schätzen, wie viele Gebäude wir haben, weil ich habe ja teilweise die doppelte Anzahl. So, da die Birke würde ich noch mitnehmen. Die wächst ja wieder. Steine. Sonst bin ich ziemlich vollgeladen. Aber dann weiß ich, wo ich welche finde. Richtig viele. Richtig, richtig viele. Ja, leider können wir mit dem Sammeln nicht mehr skillen. So, ein Schlückchen trinken. Eimer, oh doch, könnten wir voll machen. Wenn wir schon dabei sind, dann kann ich den nämlich ins Lebensmittellager packen. Dann liefern wir die gerade ab. Dann haben wir die nämlich auch raus aus dem Inventar. Ah, den Hühnerstall, den müssen, und den Schweinestall, die muss ich ja auch noch umziehen. Ah, die habe ich vergessen. So, einmal mit Wasser. Wir haben noch Trockenfleisch, sehr gut. Das können wir bei Zoe gerade mal essen. Gebratenes Fleisch. Und Trockenfleisch. So, dann machen wir mal das Haus fertig. Ich glaube, wir brauchen auch noch einen Holzhammer. Fürchte ich. Wenn wir ganz viel Glück haben. Ne, haben wir nicht. Reicht definitiv nicht. So, das heißt, ich muss da nochmal einen Baum fällen.
hier hinten raus. Ach, da den kleinen, der ist gut. Immer auf die kleinen, ich weiß, aber der fällt jetzt nicht so auf, wenn er weg ist. Und er wächst ja auch wieder nach. So. Können wir einen Holzhammer machen? Aber wenn ich jetzt klug gewesen wäre, hätte ich das gemacht, während ich die 3 ausgewählt habe. Aber ich war nicht klug. So, dann geht's weiter. Das noch und dann haben wir es fertig. Ja, dann brauchen wir mindestens noch 4 Gebäude, ne? Jagdhütte, Schmiede, Schweinestall, Hühnerstall. Und dann haben wir, glaube ich, alle Gebäude, wo Leute drin arbeiten. Da liegt die Betonung drauf, wo Leute drin arbeiten. So, die Schmiede. Die würde ich vielleicht hier mal aufs Eck machen. Könnten wir die hier irgendwo platzieren? Das fände ich gar nicht so verkehrt. So. Brauchen wieder Steine. Ein Steinchen in Ehren. Wir können aber da hinten, da waren ja viele. Weil dann können wir unsere Werkzeuge auch wieder richtig vernünftig machen. Und dann den Schmied und dessen Frau. Ich muss mal gucken, wo die arbeitet. So. Reicht auf jeden Fall erstmal. Aber kommen wir gut voran mit unserem Dorf. Muss ich sagen. Kommen wir sehr gut voran. So. Dann brauchen wir noch Holzstämme. Zehn, zwölf, ja, 14 Stück so insgesamt. Ich glaube, so viel haben wir noch nicht. Gucken, wie viel haben wir denn? Oh doch. Und ich weiß gerade gar nicht, ob das ein Strohdach ist. Gucken wir gleich. Wir haben schon wieder 18 Uhr. Wow. Die Zeit verfliegt, meine Leute. Meine Lieben. Die Zeit verfliegt. So, wir haben Bretterdach. Okay, das heißt, wir brauchen noch wieder Bretter. Sechs, zwölf, 24 Bretter und 12 Holzstämme. 24 Bretter und 12 Holzstämme. Ich glaube nicht, dass wir 24 Bretter haben. Ne, wir haben 1. Der hier macht gar keine Bretter, ne? Das müssten wir vielleicht noch...
Ein Brett. Und 8 Holzstämme. Okay. Das reicht nicht ganz. Nicht ganz. Ja, dann werden wir die heute nicht fertig kriegen. Aber es ist schon mal ein Anfang gemacht für die Schmiede. Wir können gerade mal noch gucken, wie weit unser Landwirt gekommen ist. Den lassen wir ja eigentlich besser hier irgendwo wohnen, ne? Dass der dichter an den Feldern ist und nicht so weit läuft. Oh, das Feld hat er fast fertig. Da müsste ich mal gucken, dass wir hier noch ein Haus hinbauen, wo wir dann die Landwirte platzieren. Das könnten wir aber auf jeden Fall schon mal hier hinsetzen. Wir brauchen ja eh noch Häuser. So, und dann würden wir hier vielleicht noch eins da hinsetzen. So. Und eines hier. Haben die auch eine schöne Aussicht auf die Felder. Könnte man fast zwei hinmachen, ne? Ich platziere die Hütten mal. Einfach, dass wir halt die Plätze haben. Wir brauchen die Häuser eh. So, dann können wir hier nämlich gut die Landwirte hinsetzen. Da müssen die nochmal umziehen. So leid mir das tut. Aber hier haben wir dann schön Platz für Landwirte. Oh, das wird schön. Das wird richtig schön. Weil dann braucht ihr nicht von ganz da hinten nach ganz hier vorne laufen. Gerade bei den Landwirten ist das wichtig. So, ja, hier kommt dann der Schmied rein. Mit wem wohnt denn der zusammen? Nidal. Mit Griselda. Landwirtin, okay. Wie viele Landwirte haben wir denn? 2. Okay, dann kämen die zweite Landwirtin hierher. Aber das, meine Lieben, machen wir, wie gesagt, alles in der nächsten Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ja, bring die ruhig hierher. In diesem Sinne, ich sag danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal.